Vor 31 Jahren hatte Bodo Schulz in Köln-Delbrück sein Debüt als Bassist der Parveier. Und genau hier wollte er auch seinen letzten Auftritt machen. Nach sage und schreibe über 10.000 Auftritten mit der Band betrat er bei den 8. Strundener Lichtern ein letztes Mal als Parveier-Bassist die Bühne. In diesen 31 Jahren kommen die mit Sicherheit zusammen, weil wir haben ja circa 300 und manchmal sogar noch mehr Auftritte pro Jahr gemacht. Ne? Da kann man ja rechnen, wie viel das sind. Ne? So ein bisschen Wehmut ist natürlich dabei, aber ich habe mich dazu nun mal entschlossen und da muss ich natürlich jetzt auch durch, ne? Das ist ganz klar. Aber ich sage ganz ehrlich, diese Band, die ja auf einem hohen Niveau spielt, das ist ja auch mit einem sehr, sehr hohen Zeitaufwand verbunden. Und ich gehe jetzt auf die 65 zu und ich möchte also nicht den Rest meines Lebens mit diesem hohen Zeitaufwand verbringen wollen. So schön dieses Geschäft und die Musik auch ist, aber da habe ich mir gesagt, da musst du irgendwann mal einen Cut machen, musst dann wirklich auch mal aufhören. Ach, das ist schon sehr emotional, ehrlich gesagt, weil ich meine, gut, bei mir waren es jetzt 4 Jahre. Also wie viel sind das dann? 1500 Auftritte, oder ich weiß nicht, oder 1400 oder sowas. Also das ist schon sehr emotional. Der Bodo ist schon so eine unglaublich gute Seele und einfach wirklich ein Riesentyp. Und das ist auch für mich schon echt hart und sehr emotional. Und für die Jungs von der Band, die mit ihm seit 31 Jahren Musik machen, muss man sich mal vorstellen, 31 Jahre, so lange halten viele Ehen nicht. Das ist schon Wahnsinn. Schon heftig. Singt ihr für den Bodo noch mal mit? Ja! Was soll man Wort sein? Wir sind Köche aus Köln am Ring. Unfassbar. Aber fast sein halbes Leben war der 64-jährige Kultbassist Teil der Parveier. Und eins ist klar, er wird nicht nur der Band, sondern auch den Fans mit Sicherheit fehlen. Ich finde sehr schade, dass Bodo aufhört. Er begleitet mich schon ganz viele Jahre, schon mindestens 25 Jahre. Sehr schade. Total schade. Ein großer Verlust, wenn man die Parveier lange kennt. Da ist man auf jeden Fall traurig. Es ist natürlich irgendwann mal die Zeit dafür, dass man aufhört. Und ich glaube, er hat eine wunderbare Zeit gehabt. Und ich finde es toll, wenn er jetzt halt am Höhepunkt seiner Zeit hat aufhört. Und ich gönne es ihm einfach. Ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Zukunft. Ja, alles Gute, Bodo, für den Rest deiner Tage, die noch möglichst lange dauern. Nach 31 Jahren geht er jetzt in Rente. Wir haben versucht, ihn über ein Jahr zu überreden. Dann das emotionale Highlight des Abends. Bodo singt ein letztes Mal sein Lied Kleine Sonja. Fans feiern ihren Bodo ein letztes Mal wie einen Popstar mit riesengroßem Jubel und Bodo-Sprechchören. Ich bin ja jetzt keine Rampensau in dem Sinne oder jemand wie ein Gitarrist oder ein Sänger, der permanent da vorne steht. Und die Fans haben gerade auch mir gegenüber immer so viel Sympathie entgegengebracht. Das war immer sehr, sehr wohltuend. Und dafür habe ich mich dann auch bei den Fans bedankt. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken für die Sympathie, die ihr nicht nur der gesamten Band, sondern auch mir all den Jahren gegenüber entgegengebracht habt. Das fand ich immer so wahnsinnig klasse. Und dafür sage ich recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns bei irgendeiner Veranstaltung mal wiedersehen. Ciao. Ja, der Bodo ist so der ruhende Pol in der Band, ne? Und er sagt nicht viel, aber wenn er was sagt, dann ist das Gesetz sozusagen. Er ist einfach ein klasse Typ und ein toller Bassist, ein toller Mensch, das steht außer Frage. Und da geht ein Stück Kölner Musikgeschichte von der Bühne gerade, ja. Ein Leben lang im Kölner Karneval, ein Leben lang für den Karneval, keine Frage. Ein Gesicht werden wir alle vermissen in der nächsten Session. Das von einem der bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Bassisten der Stadt. Das von Bodo Schulz.